Hallo Leute, willkommen zurück zu unserer Weihnachtsfolge. Unserer Tour Ja, nach. hallo. Ja, unsere Tour nach Stuttgart. Der Darcy ist natürlich auch noch da. Ja, Der fährt auch noch. frohe Weihnachten. Wir haben heute den zweiten Weihnachtstag. Richtig. Ich hoffe, ihr habt viele schöne Geschenke bekommen und genau die Geschenke, die ihr erwartet habt. Das ist wichtig, ja. Das hoffe Ja. ich auch. Ja. Gut, ich würde sagen, wir fahren weiter, oder? Ja, ich würde sagen, wir stehen ja. Es wird langsam hell. Das ist unser Truck. Schauen wir uns den nochmal an. Für die Leute, die vielleicht die Heiligabendfolge nicht gesehen haben, wir Dann haben bitte den jetzt aber Weihnachts. dringend nachholen. Ja. Das solltet ihr spätestens heute. Am besten jetzt hier die Folge wieder ausmachen und die erste Folge anschauen davon. Und erst wenn es mit der ersten fertig ist, dann dürft ihr euch die zweite anschauen. Wie ihr seht, sieht recht nett aus, sehr bunt. Wenn ihr keinen Trailer habt, ich koppel mal eben ein Stück ab, damit man das auch sieht. Da ist ein schöner Weihnachtswunsch vom TSM-Team hinten auf der Rückseite des Trucks. Merry Christmas, euer Truck-Sim-Map-Team. So. Und wir fahren, glaube ich, mal los. Ja, ich fahre schon. Ja, ist klar. Ich zeige das meinen Leuten dann, wenn ich einen Trailer abgeben habe. Gut. Ja, das werden ja meine nicht mitbekommen. Meine Leute werden ja gleich irgendwo am Straßenrand rausgeschmissen. Ja, ich bin netter zu meinen Leuten. Die dürfen bis nach Stuttgart mitfahren und dort dann. Ja, siehst du, meine Leute kennen das schon. Ich werfe sie ja meistens am Straßenrand raus. Mitten in der Pampa. Meistens noch bei schlechtem Wetter. Aber heute haben sie Glück gehabt. Es ist nicht am Schneien und so. Liegt nur so ein halber Meter Schnee. Ja, gut. Können sie Schneebahn bauen am Straßenrand. Richtig. Und vielleicht finden es dann jemanden, der sie wieder mitnimmt. Zurück. Ja, genau. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, auf jeden Fall die, die den ersten Teil gesehen haben, wir spielen ein Together, wo wir beide diesmal aufnehmen. Genau. Natürlich auch im zweiten Teil wird es dann wieder auf dem jeweiligen Kanal geben. Also wenn ihr das hier beim Fahren zuschauen wollt, müsst ihr auf seinen Kanal schauen und umgekehrt. Ja, oder ihr schaut euch beide Folgen auf dem jeweiligen Kanal an. Weil dann seht ihr beide Sichtweisen, was der eine macht und was der andere gerade veranstaltet. Oder parallel und bei einem den Ton muten. Oder das, ja. Weil den Ton habt ihr ja bei einem Video, so oder so von beiden. Wenn jetzt alles mit der Aufnahme klappt, schon, ja. Ja. Ja, wir dachten uns, wir machen das diesmal so, statt als Beifahrer mitzufahren. So als Weihnachtsspecial. Ich warte ja eigentlich noch darauf, dass einer von uns beiden sich verfährt. Ich verrutsche mich eher, als dass ich mich verfahre. Ja, bis jetzt hält sich das noch halbwegs in Grenzen, wo es holzt. Toi, toi, toi. Ich schieb gleich einen Opel von der Straße. Ah, das ist gut. Aber nur fast. Diese Autobahnauffahrt, das heißt, die, wo du wirklich so im Kreis fährst, die sind gefährlich. Ja, hatte ich eben auch schon das Vergnügen. Aber ich habe zurzeit eher das Problem, ich versuche gerade rauszukriegen, wo welche Spur hier ist. Ja, das geht bei mir. Bei mir ist ja gerade ein roter Trailer entgegenkommen. Ich nehme an, er hat die Textur mal wieder nicht gefunden. Ja, das ist dieser Holzfrachttrailer, weil wir jetzt, auch du hast ja auch den Firmenmod rausgenommen. Ah, okay. Wegen unserem Sondertrailer und dadurch gibt es da halt irgendwelche kleine Konflikte. Aber das mussten wir halt jetzt deaktivieren, den Firmenmod. Sonst hätten wir den Trailer nicht gehabt, ja. Wenn, dann wollen wir beides. Genau. Und dann nehmen wir halt mal ab und zu mal so einen roten Trailer in Kauf, den da ohne Textur rumfährt. Solange man nicht alle 2 Meter entgegenkommt, ist okay. Ja, ich habe bis jetzt, ich glaube, 1 oder 2 Mal jetzt halbwegs gesehen. Aber da war es ja noch dunkel, da ist er gar nicht aufgefallen. Also mir ist er jetzt auch nur einmal aufgefallen. Ja. Dann in unserer Zeitreise von dem heutigen Video, weil wir nehmen das ja vorher auf,
sind wir jetzt, haben wir Weihnachten ja eigentlich schon fast beendet. Stimmt, ja. Ja, weil das ist jetzt Donnerstag, das ist der zweite Weihnachtstag. Da ist eigentlich Weihnachten fast gelaufen. Die meisten Leute gehen heute vielleicht noch zu Besuch bei irgendwelchen Verwandten, Oma, Tante oder sonst irgendwas. Mhm, genau. Aber wir blicken schon auf das nächste Fest, unter Anführungszeichen. Ja, da kommt Silvester jetzt als nächstes. Ist nicht mehr lang hin. Dann ist das Jahr vorbei. Ja, dann haben wir dieses Jahr auch schon wieder. Das ist 2013 Geschichte. Dann hat sich das auch. Das hier müsste auch jetzt dann schon bei mir auf dem Kanal Folge 130 sein. Vom ETS. Hätte ich nie mit gerechnet, dass ich 130 Folgen in diesem Jahr von dem Spiel mache. Weil du bist ja noch weiter, du näherst dich ja schon den 200er. Wenn ich mich nicht alles täuscht, ist das glaube ich 169 gerade. Ah. Hättest du auch fast ein Jubiläum ja, mit 170. War aber nur fast, ja. Ja. Aber ich sag da eins, das mit dem Schlafen, das geht sich knapp aus. Ich muss noch 2 Stunden fahren und 3 Stunden darf ich noch. Boah, ich darf noch 2,5 Stunden fahren und muss noch 6 Stunden. Also du musst nochmal schlafen. Es geht ja eigentlich hauptsächlich, ob du es schaffst, sonst legen wir eine Schlafpause ein. Na ja, schauen wir mal. 130 Kilometer sind es noch. Bei derzeitiger Geschwindigkeit von 63 brauche ich noch ungefähr 2 Stunden. Ja. Also was er da ausrechnet, stimmt sogar. Ja, ich brauchte laut der Vorschau so etwa 6 Stunden noch, bis ich am Ziel bin. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt auf einer Spur fahre oder ob ich am Standstreifen fahre. Aber ich bin ja auch ein bisschen am Raten. Aber es schaut irgendwie nach Spur aus. Ja, das ist der Nachteil am weißen Bodenmarkierung. Ja, stimmt, aber ich mag diesen Wintermod. Weil ich finde das halt wirklich so schön, dass man sich ein bisschen mehr konzentrieren muss. Das ist ein bisschen viel mehr. Raus. Ja. Und ich sollte nicht ganz so schnell mit 90 hier bei dem Wetter in Kurven reinfahren, die sehr eng sind. Ja, es könnte ungut enden. Ja. Gut, ich hatte jetzt Glück, dass neben mir keiner gefahren ist. Den hätte ich jetzt von der Straße gekickt. Weil ich bin jetzt einmal von ganz links nach ganz rechts in der Kurve gefahren, damit ich nicht rausflog. Super. Und ich bin gerade bei so einer tollen Kurve, weißt du, wie die bei den Tankstellen sind, die so super eng sind. Hm. Ich roll gerade mit 63 km/h da durch. Das ist wirklich Rollen, das ist kein Fahren, das ist Rollen. Tja. Das ist eben eine Rollmaschine. Jetzt muss ich aber wieder Gas geben, weil jetzt geht's bergauf. Ja, damit du da nicht hängen bleibst. Also stehen bleiben möchte ich bergauf nicht beim Schnee. Da kommst du wahrscheinlich gar nicht mehr vom Fleck. Oh ja, jetzt bei Schnee aus so einem Steinbruch rausfahren, ist bestimmt auch ganz lustig. Ups. Bin gespannt, wo ich meinen Trailer abgeben muss. Ja. Lass dich mal überraschen. Ja. Am besten bei Lidl auf dem Hof. Ja, wo alles zupackt ist, weil alle für den 24. einkaufen gehen müssen. Ja, genau. Nee, eigentlich müsste der Parkplatz leer sein, weil es ja das Video kommt ja am 26. Stimmt. Ja. Also ich hoffe, euer Truck hat das gerade gehört. Und der Parkplatz ist leer. Falls wirklich eine Lidl-Filiale ist oder Hofer, Aldi oder wie auch immer heißen mag. So heißen. Oh, 75 Kilometer noch, dann habe ich schon. Boah, du bist ja richtig schnell. Ja, es geht bergauf, ich habe mit 62 dabei. Ja, ich habe gerade hier wieder so eine schöne Auffahrt und schlitter hier ein bisschen durch die Gegend. Ja, du, solange ich meinen Trailer nicht überhole, ist alles okay. Ja, stimmt. Aber das ist mein Umsi fast passiert. Eine Radarfalle. Ja gut, mit 60... Wenn ich da keine Probleme habe. Ein Radar kann jetzt ruhig kommen, ich fahre gerade 36.
Kickdown. 40. 42. Ich hab 60 drauf. Ah, es geht jetzt, wird jetzt langsam wieder ebener, jetzt beschleunigt er wieder. Ich habe 60 drauf und durfte laut Verkehrsschild 100 fahren. Tja, nur da das hier bergauf geht und mein Fahrer oder meine Fahrerin wird müde, die gähnt. Meine wird auch bald zum Gähnen anfangen, ne? Aber ich hätte jetzt zum Beispiel einen Rastplatz. Kaum sage ich's, fangt sie auch schon an. Ja. 48 Kilometer noch. Kein Rastplatz in Sicht. Ups, und ich habe gerade einen touchiert. Ja, mir wollte der Truck auch mal gerade in die andere Richtung abbiegen. Ja. Also Leute, normalerweise ohne Schneemod fahre ich da die Tour ohne einmal schlafen gehen. Ja. Aber mit Schneemod sitze ich, da geht nichts weiter. Ja, man muss zwar sagen, dass der Schneemod die Touren, die Zeiten anders berechnet, dass man mehr Zeit hat, aber man muss auch mehr schlafen, weil wenn ich jetzt in meinem umschalte, ich habe 35 Stunden noch Zeit, um die Tour abzuschließen und brauche eigentlich nur 4 Stunden noch. Also ich hätte locker 2-3 Pausen noch machen können. Also genügend Zeit hat man schon, nur man muss halt mehr Pausen dazwischen machen. Verbleibende Zeit 4 Stunden, ich darf gar nicht mehr schlafen. Ich brauche aber noch 25 Minuten. Oh, das war fast zu viel gelenkt, das wollte fast rutschen. Aber ich sehe schon Stuttgart. Müde. Ich sehe schon das Schild Stuttgart. Nächste Ausfahrt. Ja. Ja, ich hätte ja noch 260 Kilometer vor mir. Ich Gott sei Dank nicht, für meine gehen schon das zweite Mal. Ja, bei mir kam schon das erste Schild. Bahnhinweis, sie werden müde. Ja, den hatte, das hatte ich noch nicht. Kann aber nicht mehr lange dauern. Und ich teste gerade wieder die Rutschfähigkeit meines Trucks. Und da steht vor mir ein Holztrailer. Ach, einen roten. Ja. Gezogen von einem Scania. Der intelligenterweise mit Schneeketten fährt. Ja. Hättest du auch haben können. Hätte ich, ja. Habe ich aber nicht. Ja. Und mein Bettchen ist rot. Bin eh schon da. Meins auch. 5 Kilometer noch. Mein Bettchen wird rot und es ist keine Raststätte in der Nähe. Siehst du, seht ihr Leute? Ich muss euch gleich hier am Rand irgendwo abstellen, weil ich darf ja nicht weiterfahren. Weil ich bin übermüdet. Ich bin ein Sicherheitsrisiko. Schaffen wir die Ampel noch? Ja, bleibt grün. Dafür stehen wir an der nächsten. So gehört sich das. Yep. Ja, du musst ja auch noch einrangieren. Ja, ich muss mal den Abgabehof finden. Aber ich glaube, ich habe ihn schon gefunden, oder? Ja, ich sehe schon. Den Abgabeort. Ah, und ich sehe eine Raststätte vor mir. Das ist natürlich optimal zum Aufhören. Du an deinem Zielort und ich an der Raststätte. Sehr schön. Und, liebe Zuschauer von mir, ihr braucht nicht mitten in der Pampa stehen. Ihr werdet an einer Raststätte ausgesetzt. Rausgeschmissen. Rausgetreten aus dem Fahrzeug. Genau. Dann könnt ihr euch ja da eben kurz Kaffee trinken und dann, ja, das ist nur eine kleine Raststätte, eine kleine Tankstelle,
Aber vielleicht findet ihr ja hier jemanden, der euch weiter mitnimmt. So, jetzt wird's laut, weil jetzt schaue ich gerade raus. Und da ich ja Sidepipes habe. Stellen wir uns gescheit hin. Ja, man hört, wie du wieder mit deinem Lenkrad arbeitest. Ja, das ist leider der Nachteil, wenn man kein G27 hat. Ja, das stimmt. Habe ich Gott sei Dank nicht das Problem. Da. So, und jetzt können wir uns auch mal den Trailer von außen anschauen. Ja, ich stehe jetzt gerade auch an der Raststelle. Ja, Leute, bitte alle aussteigen. Ihr dürft euch jetzt den Trailer nochmal von außen anschauen. So richtig bei Tageslicht. Mit Santa Claus und Rentier drauf. Und unseren Weihnachtstruck mit den ganzen Lichtleins. Genau. Merry Christmas steht auch vorne drauf. Ja. Übrigens, dass die Lampen leuchten, nur wenn man die Rundumleuchte einschaltet. Wenn ich es ausschalte, dann ist es aus. Ja, stimmt. Und hinten da, was der Asi schon angesprochen hat, Merry Christmas, euer Trucks im Map-Team. Ja. Die dieses Repaint gemacht haben. Ja, die grüßen wir dann natürlich jetzt auch mal. Wünschen denen auch allen vom Team schöne Weihnachtstage. Und danke für die schöne Map, für die ganzen anderen Mods, die ihr so bereitgestellt habt. Eine sehr schöne Arbeit, die ihr dieses Jahr abgeliefert habt. Genau. Finde ich auch. Ja, die Folge ist ein bisschen kürzer als die letzte. Ja. 17 Minuten aber, ist aber, glaube ich, auch okay. Ja, stimmt. Als Weihnachtsfolge reicht das. Genau. Wir müssen ja nicht immer überziehen. Richtig. Die Leute haben eh wahrscheinlich genug zu Weihnachten bekommen, mit dem sie spielen können und haben eh was anderes zum tun. Ja, genau. Na gut. Ich bin fertig. Ja, ich bin auch fertig. Ich stehe am Rastplatz, hab jetzt gerastet, hab meine Leute rausgeschmissen und werde das Video damit auch beenden. Ich wünsche euch weiterhin noch einen schönen zweiten Weihnachtstag. Schaut auch weiterhin bei uns fleißig rein. Hinterlasst uns auch ab und zu mal ein Like. Wenn ihr meint, es wäre ein nettes Video gewesen, dann freuen wir uns drüber. Wir freuen uns über Kommentare natürlich noch mehr. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr eure Weihnachtstage verbracht habt. Ja, von meiner Seite aus würde ich sagen, wahrscheinlich wird es nochmal ein ETS-Video zu Silvester geben. Das wird dann das letzte Video für dieses Jahr sein. Ja, von meiner Seite kann ich auch nur sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wann die erscheint, keine Ahnung. Schaut rein, dann seht ihr's. Bis dann. Bis dahin, schöne Weihnachtstage. Ade. Tschüss.